Willkommen wieder, Leute. Seht ihn euch an, wie er hier auf seinem Thron sitzt. Mit seinem Pferd, wie auch immer. Willkommen jedenfalls zurück. Zelef hat endlich die Klasse des Edelmanns und damit können wir dieses Kapitel doch wirklich toll beginnen, würde ich mal sagen. Natürlich haben wir die übliche Anfangsarena vor uns. Wer hätte es auch gedacht? Oh Wunder, aber ich denke mal, das meiste dürfte recht schnell vonstatten gehen. Seht doch mal. Ich meine, die sind hier doch alle total on fire. So, Zelefs Elitebinde. Erstmal, ich würde, glaube ich, Zelef tatsächlich eher das Feuerschwert von Euphi noch geben. Dann soll er das erstmal einkaufen, dass er nicht so viel Geld waste und Shop falsch hier. So. Ich denke, das ist ganz gut, weil er hat auch einen vernünftigen Magiewert und er braucht irgendeine Distanzoption. Und sie sollte, denke ich, eher leicht sein bei Zelefs Tempo. Dementsprechend kann er sich das Feuerschwert nochmal gönnen. Ich denke, das ist ganz gut so. Das sollte sich durchaus bezahlt machen. So, das heißt, erstmal wird das Feuerschwert eingekauft. Und dann können wir sehr gerne die Elitebinde verkaufen. Und somit haben wir jetzt auch nicht großartig Verlust gemacht oder so. Nicht, dass man über die 50.000 rauskommt. Und ich denke, mit einem Feuerschwert sinnvolle Option für Distanz ist immer eine gute Sache. Hat man gerne dabei. So. Jetzt heißt es dann aber, dass wir, warte mal, wie planen wir jetzt? Das ist eine sehr gute Frage, so oder so. Ich würde ja ganz gerne Arthur das Geld geben, dass er später mit der Elitebinde quasi weiter kann. Also er soll der Letzte sein, da ich ihn möglichst schnell beritten haben möchte. Das wäre sehr schön, wenn wir das bewerkstelligen könnten. Und wenn Patty ihm Geld gibt, reicht das auf jeden Fall, dann kann er die später mit ankaufen. Ich denke mal, das ist schon mal eine sehr gute Idee für den Beginn. Lady würde ich ja gerne nach oben porten, um ehrlich zu sein. Ich denke, das würde sich auch bezahlt machen. Da müssen wir mal gucken. Die kann ja 6 Felder weit gehen. Dann sollten wir uns oben schon mal so ein bisschen organisieren, denke ich. Dass wir da möglichst problemlos alles planen können. Wir können mit magischen Schwertern und so hier sowieso einiges bewirken. Ach ja, und mit der Rückkehr könnte ich auch jederzeit nochmal irgendjemand nach unten stellen, wenn ich möchte. Live könnte sich allerdings auch die Elitebinde noch holen. Wenn wir mit ihm Dörfer besuchen oder so, denke ich, ist das gar nicht mal so unrealistisch. Aus diesem Grund lassen wir das mal mit der Arena erstmal bei ihm. Bei Finn ist es eigentlich relativ egal. Er könnte kurz die Arena machen. To be honest, wäre das überhaupt kein Thema. Das würde eigentlich voll klar gehen. Genau, wir wollen ja später eher an die Front gehen. Jetzt pass mal auf. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6... Wie viele Anwendungen hat die Lichtklinge noch? Ja, das sollte erstmal reichen für da drüben, denke ich mal. Sollte nicht so unrealistisch werden. Gut, dann schicke ich dir mal... Nein, ich schicke dir Lilly noch nicht nach oben. Erstmal wird das hier betreten. Genau. Dann soll ruhig Finn mal kurz die Arena machen. Ich denke mal, das macht sich durchaus bezahlt. Let's go, Leute. Der sollte easy durchkommen, beziehungsweise müssen wir mal gucken, wenn er bei 50.000 ist. Ist ein bisschen schwierig dann, ne? Ich weiß nicht, was Finn ankaufen sollte, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen heikel bei ihm. Ich mache mir echt gerade so meine Gedanken. Eigentlich ist das etwas schwierig. Wirklich. Ist gar nicht so einfach. Er kann ja niemandem sein Geld so einfach geben. Okay, hier würde ich ja theoretisch... Egal, machen wir das ruhig mal. Es ist da nicht so schlimm bei ihm, ne? Wüsste nicht, was Finn ankaufen sollte, was ihn jetzt nochmal so viel krasser macht. Und ich denke mal, sobald der Typ Level 30 ist, wird er dann doch eher aufs Abstellgleis gestellt, zwecks Ranking und so. Dass wir da auf Nummer sicher gehen. Okay, irgendwann könnte er vielleicht auch mal, ja, vielleicht den Rittertod mal ein bisschen abarbeiten, dass wir den irgendwann mal loswerden können. Ich weiß nicht, ob er den unbedingt haben sollte. Ich glaube, es wäre auf jemand anderen doch noch etwas interessanter, wenn wir das hätten. Die Stahllanze ist auch eigentlich total unnütz. Und er hat 2 Eisenlanzen. Eigentlich muss er sogar Sachen eher loswerden, um ehrlich zu sein. Jetzt werd mal diese Eisenlanze hier los. Und eigentlich auch diese Stahllanze. Ich brauche die einfach nicht. Das ist Quatsch. Damit haben wir jetzt zwar wieder Geld reingespielt, eigentlich das Gegenteil gemacht, aber egal. Es ist schon ganz sinnvoll. So, was ist denn unser nächster Gegner? Das ist ein Myrmidone. Wir nehmen mal die Silberlanze. Ja, das haben wir jetzt schon ausgerüstet. Alles klar. Wir können euch auch mal den Rittertod ein bisschen ausreizen, wenn wir das wollen. Ich denke, das schadet auch nicht. Der Typ macht das schon, ich meine. Ja, finde. Viel Spaß, da durchzukommen. Denke aber, zum Schluss wird er vielleicht doch den Eilering los oder so. Sehen wir mal. Ja, nochmal Stärke und Glück, okay. Ich meine, bisher sieht es bei ihm ja wirklich blendend aus. Und mit Arcanum hast du eh
nie wirklich große Schwierigkeiten dann später, ne? Wenn du mal doch weit unten landen solltest, kann der Typ immer noch einiges. Ich bin froh, dass der ja keinen Adept getriggert hat. Das wäre ein bisschen sehr unangenehm gewesen. Na, magisch ist Finn trotzdem noch sehr anfällig. Ja, ich meine, theoretisch, wir können ja kein Geld mehr reinholen. Es ist einfach so, vielleicht, falls er hier irgendwie verlieren sollte, könnt ihr Nana auch nochmal heilen. Sehen wir mal. Das wäre aber wenn dann nur, wenn ich verwiese, trollt. Okay, hat mich nicht getrollt, hat mich verschont. Das ist doch mal angenehm. Ehren wir diesen Moment, denn er ist selten. Momente wie diese sind sehr selten in diesem Spiel, Leute. Ach. So schlimm manchmal. Muss man schon sagen. Oh mein Gott. Die einfach mit Adept nachzieht, weißt du, aber keine Chance. Auch das meistert Finn natürlich, klar. Wir müssen nur ein bisschen sparsam mit ihm sein, ne? Wir sollten jetzt nicht. Er wird an der Front einfach zu krass sein, das ist es halt. Das ist dann schon zu viel des Guten. Wir können ihn mal als Gegnerbait benutzen, wenn er keine Range-Option dabei hat mal. Oder so, wenn wir das mal ausreizen einfach. Das ist sicherlich nicht schlecht. Wir können natürlich noch ein Gespräch hier auch führen. Das würde ich auch sehr gerne mitnehmen. Reden. Lord Life, als Überbleibsel des Hauses Leonster ist es unsere Pflicht, die Halbinsel zu beschützen. Was auch passiert, egal wie hart die Kämpfe auch sein mögen, wir müssen sie bestehen. Weiß ich doch, Finn. Ich habe immer von einem Tag geträumt, an dem Leonster wieder frei ist. Ich will König Blums Tyrannei beenden und der Halbinsel endlich Frieden bringen, so wie mein Vater es immer wollte. Und wenn ich mein Leben für diesen Wunsch geben muss, dann soll das so sein. Milord, ich bitte euch. Es passt nicht zu dem zukünftigen König, solch unüberlegte Entscheidungen zu treffen. Du hast recht, tut mir leid, Finn. Ich weiß, wie schwer es war, mich in deiner Jugend vor dem Imperium zu beschützen. Ich erinnere mich, wie du selbst gehungert hast, damit ich wenigstens etwas zu essen hatte. Mein Leben lang hast du meinetwegen Opfer um Opfer gebracht. Und erst jetzt verstehe ich es. Danke für alles, Finn. Die Region von Treasure ist seit Generationen umkämpft, aber euer Vater träumte davon, der Halbinsel Frieden zu bringen. Er mag nicht mehr sein, aber ihr seid noch am Leben und damit auch sein Traum. Nur ihr habt die Macht, Treasure zu vereinen. Schön. Stärke plus 3 ist schon sehr gut. Also, wow. Jo, das kann sich auch sehen lassen. Ja, ich bin recht zufrieden, nicht? Könnte mir vorstellen, dass wir Master Knight sogar schon erreichen könnten, eventuell in dem Kapitel. Wenn es sehr gut läuft, sehen wir mal. Falls wir später die Arena mit der Elitebinde bei ihm nochmal machen, wäre das schon, glaube ich, ganz greifbar. Das wäre schon sehr cool, ne? Jetzt überleg, lass mal überlegen. Also, wir machen, genau, ich porte mal kurz Layli nach oben. Das war so eine Idee, die ich hier hatte, dass das oben einfach gerade ein bisschen brauchbarer wäre. So eine Tänzerin. Und damit steigt auch Lana nochmal auf. Tja, oh Mann, und wieder der Verteidigungspunkt natürlich hinterher. Ach Gott, ey, ich bin echt auf die Endstats gespannt. Das wird so lustig, oh mein Gott. Das ist jetzt schon verrückt. Aber ja, okay, wie auch immer. So, Layli ist oben, das heißt, wir können oben so ein bisschen die Sachen beschleunigen, ne? Ah, ich hatte noch einen, nee, hätte ich nicht, weil Live stand da ja sowieso schon. Und weiter als Live geht's sowieso nicht, ne, passt alles. Wir können hier auch nichts gerade machen, ne? Okay. Ja, Finn lassen wir mal oben, das ist schon zu gefährlich, das ist sonst alles zu umkämpft. Um ehrlich zu sein, das gefällt mir sonst nicht. Vielleicht, wenn später mal mehr Leute noch da sind, dann ist das vielleicht ganz interessant, aber aktuell, nope. Viel zu risky. Geht so nicht. So, eventuell könnten wir die ersten ja schon anlocken. Noch nicht ganz, aber wir sind auf dem besten Weg zumindest. Na, bleibt mal ein Feld zurück. Ich weiß nicht, ob die sich gleich bewegen. Wir sind, wenn dann, sehr vorsichtig beim Anlocken, das sollte klar sein. Da ist noch dein Erdschwert dabei, das ist natürlich auch immer ganz gut. Damit ist uns auf jeden Fall so ein bisschen was sicher. Wie sieht es eigentlich bei dir nochmal aus? Ja, das ist auch in Ordnung. Wir können auch nochmal reden, das ist schön. Warte, wir haben jetzt die Elitebinde schon weg, ne? Genau, alles klar. Das heißt, Ulster ist der Erste. Ich denke mal, der sollte wenig Probleme haben, aber wir sind gespannt natürlich, ob er sich da so blendend schlägt. Ich hoffe es mal sehr. Danach ist Fee dran und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen wollen überhaupt. So. Also, let's go. Ganz schön wenig Geld jetzt dabei, aber egal. Das wird schon alles wieder nichts leichter als das, ha? Huh? So. 2% helfen dir ja auch nichts. So.
Ja, man merkt schon, also langsam aber sicher, man merkt schon so einen Unterschied, nur dass die Kinder schon von den Stats und so weiter anders drauf sind. Oh mein Gott, ey. Einfach zerfetzt. Einfach durch. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und immer so weiter, Ulster. Ja, aber man sieht das schon, ne? Der Unterschied erste Gen, zweite Gen im Spiel ist schon krass. Super, ach, ich mag den Move immer voll. Das sieht schon sehr stylisch aus, wie er da einfach so durchgeht mit seinem Schwert, so zack. Wie auch immer er das macht. Eine sehr gute Frage. Oh mein Gott, Astra zu Beginn. RIP. Das Gute an Ulster ist wirklich, er ist extrem präzise. Und ein hoher Fähigkeitswert wirkt sich auf fast alle seine Skills ganz gut aus. Deswegen hat er ja auch den Talentring und nutzt ihn bisher sehr weise. Muss man mal sagen. Der ist hier auch gut aufgehoben bei ihm. Würde ich so schnell nicht ändern. Das hier kann gefährlich werden, aber ich auch nur wegen Adept. Okay, schon ist die Gefahr gebannt, weil er einmal verfehlt hat. Danach war es das mit dir. Astra gleich. Revenge. Sauber. Ja, das ist easy für ihn. Kein Thema. Die stressfreiste Arena. Irgendwie. Hat das schon den maximalen Fähigkeitswert für seine Klasse? Das könnte sogar schon sein, ne? Weiß ich gerade gar nicht. 21, das Maximum von Myrmidon wirkt etwas niedrig. Vielleicht hat er wirklich keine Fähigkeit mehr bekommen. Jetzt egal. Er ist gut dabei. So, wunderbar. Durch die paar Wiese, durch hier. Nur eine einzige hat er getriggert. Schön. Oh wow, nur ein Death Point, aber egal. Bisher sieht es ja sehr gut aus an seiner Front hier. Das ist völlig in Ordnung. Kein Grund, sich irgendwo zu beschweren. Der Xenon-Scheinwerfer greift nochmal an. Oh Gott. Nein. Wirklich? Okay, das können wir locker schaffen. Das ist überhaupt kein Problem. Deswegen gehen wir sofort nochmal rein und probieren unser Glück. Ne, ihr kennt das, ja? Das lassen wir nicht auf uns sitzen, Freundchen. Das geht auch so. 43. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Wir haben das Kriegerschwert dabei und unsere Skills, also früher oder später kannst du deinem Schicksal sowieso nicht mehr entfliehen, Typ. Hoffen wir nur, dass er nicht zu sehr rumnervt. Danke. Danke. So, geht doch. War doch gar nicht so schwer. Ah ja, doch, da kam nochmal ein Fähigkeitspunkt und auch nochmal einiges, was er rausgeholt hat. Nach dem Kampf hier, nach jemand, der ihn auf die Probe gestellt hat, da levelt er gleich besser, ne? Da hat er was dazugelernt. So, weg mit dem Ding. Und ab geht die Post, würde ich sagen. Okay. Genau, also hier müssen wir eigentlich gar nicht so viel gerade beachten. Ich würde sagen, als nächstes geht es an Fee, weil Fee kann einfach super günstig die jetzt auch ankaufen, so oder so. Ansonsten verkaufe ich noch die Leichtlanze, die lohnt sich eigentlich nicht mehr so wirklich. Wir haben eigentlich ganz schicke andere Sachen dabei, so oder so. Ach, gerade mal 20.000 wegen der Rabattbinde, das ist schon schön. Können wir übrigens auch gleich noch ausnutzen, wenn wir schon dabei sind und die Kriegerlanze mal wieder auf Vordermann bringen hier. Sehr gut. So, ab geht die Post. Ab in die Arena mit uns. Ich glaube, den ersten können wir auch mit einem Leichtschwert erledigen. So richtige Demütigung einfach zum Maximum. Oh, 0% hat er, wie putzig. Und das war's mit dir, Freundchen. Super. Ja, ich meine, die wird sich wahrscheinlich auch ganz gut durchmetzeln können. Ich meine, mit ihrer OP-Kriegerlanze sollte das meiste eigentlich ziemlich instant weg sein. Vor allem hat sie jetzt ja auch den Eilering dabei, das heißt, die gleicht da auch gut was aus, ne? Jo. Entspannt. Sehr entspannt. Das ist doch angenehm. Und irgendwie vermisst man dann die Arena doch wieder. Zumindest nach so einem langen Kapitel wie dem letzten, muss ich mal sagen. Das hat sich einfach sehr gezogen. Das ist auch ganz entspannt, mal wieder ein paar Arena-Matches so vor sich zu haben. So, mal sehen, wie sieht es denn bei dir so aus? Ne? Hoffentlich einigermaßen stabil. Ne? Fähigkeit und Resistenz ist in Ordnung, das ist gut. Fee ist auch so eine Einheit, da bin ich über zwei Wertesteigerungen immer sehr zufrieden. Das ist in Ordnung. Sondern nicht viel mehr braucht die auch gar nicht. Oh, das war der Crit. Nice, gleich zu Beginn. Sauber. Sehr gut. Immer weiter so. Immer weiter so. Mehr Geschwindigkeit.
So, Kriegsmagier kommt auch noch weg. Wie der Crit einfach zum Schluss kommt, weißt du? Das ist immer so typisch. Ach Gottchen. So. Zieht sich doch ganz schön. Okay, der könnte Probleme machen, dieser General, weil er eine Axt hat und ein paar Wiese. Ja, ganz genau das. Aber gut, sie ist einem ausgewichen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber natürlich triggert er noch mehr paar Wiese, danke. Beende es einfach so. Das ist immer eine Genugtuung, das ist der Wahnsinn. Ich kann es einfach manchmal nicht mehr sehen. Oh, ein Stärkepunkt, das ist ein absolutes Highlight, das ist super. Das ist der Wahnsinn, Leute. Stärke muss unbedingt mehr da sein. Okay, jetzt noch der Xenon-Scheinwerfer. Der muss noch mit der Kriegerlanze zerstört werden und dann ist alles gut. Oh, 20%. Wie. Ich wollte gerade sagen, wie putzig. Aber gut, Fee hat sich trotzdem brillant geschlagen. Also passt alles. Yes! Das sieht gut aus. Ich bin positiv überrascht. Das sieht wirklich, wirklich gut aus gerade. Okay. Kannst du noch mal kurz schmieden? Und ich würde sagen, ab geht's. Weg mit der Elitebinde. Die kommt zu Arthur und der darf dann auch noch mal abgehen. Und dann sind wir eigentlich schon ziemlich fertig. Ich guck mal, ob wir dann noch irgendwelche Ideen haben. Aber schön soweit. Ich glaube, Arthur kann mit ihr noch reden. Das machen wir dann gleich. Jetzt bist du erstmal dran. Enttäusch mich nicht. Bisher warst du ja, naja. Level-up-technisch ist es so, dass er halt typischerweise natürlich viel Speed bekommt und so, aber ich glaube, meiner hat echt wenig Magie, ne? Kann das sein? Ich glaube nämlich schon, dass das ein bisschen bedenklich ist in letzter Zeit. Gucken wir mal, wie er sich so schlägt. Ich nehme jetzt erstmal das einfache Windbuch für den ersten, weil das ist eh ein Lappen, also. Oh Mann, ey. Dieser Gang. So, das war's mit dir. Oh, okay. Es war ein Magiepunkt. Das ist schon mal schön. Vielleicht ist er doch auf dem Weg der Besserung. Sehen wir mal. Ich denke, da reicht auch noch das Windbuch, weil es halt ein Donnermagier ist und wir im Vorteil sind. Ja, 10%. Das geht klar, ne? Wobei andererseits, ich könnte einen Elfendonner eigentlich mal verbrauchen. Weil wenn ich so darüber nachdenke, sind wir eigentlich so ganz gut gerüstet. Und später könnte er Thoron ja von sich aus benutzen sogar, ne? Also, er hat ja immer einen True Blut, er hat jetzt nur einen Waffenrang noch nicht, aber das kommt ja später dann. Insofern, glaube ich, mache ich den Rest jetzt mit dem Elfenwind. Oder sollten wir so früh schon wechseln? Ach komm, lass mal wechseln, verbrauchen wir das gar. Das wäre nämlich ein gutes Buch für Tina, denke ich. Da würde sie sich, glaube ich, sehr viel mehr drüber freuen. Das war leider ein Treffer, aber da kommt der Crit. Tja. Gute Arbeit soweit. Na komm schon, schlag dich gut, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht nicht gut aus. Warte mal, Moment mal, hat nicht mal Geschwindigkeit bekommen oder hat das schon ausgemaxt? Das wäre ja sonst ultra screwed. Oh Gott, ich habe dezente Angst, um ehrlich zu sein. Komm schon, Arthur, muss dich anstrengen. Aber ihm hier kann es problematisch werden. Ist immer ein Feuer, das heißt, er hat den Vorteil hier. Tja, hilft dir aber nichts, wenn du weggecrittet wirst. Und genau, wir lassen ihn die Elitebinde, damit er möglichst schnell eben sich... Oh mein Gott! Wirklich? Dein Ernst? Sag mal... Ist das jetzt wieder so ein Problem mit den RNG-Strings? Aber kommt das nicht nur, wenn man sehr lange Kämpfe hat? Ist der wirklich derart screwed gerade? Oh mein Gott. Da gruselt's mich gerade sehr. Zu Recht. Bisher sieht's wirklich nicht gut aus auf seiner Seite. Mein Gott. Jetzt streng dich mal an, Arthur. Das kann doch nicht so angehen. Uff. Wirklich? Dein Ernst, Arthur? Und ich habe noch MVP das letzte Mal gesagt. Goddammit. Was ist dein Problem, Mann?
Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wechsle auf Vorseti. Nicht so ungut, aber das ist mir, glaube ich, gerade ein bisschen lieber. Waffe auf Vorseti. Und ab geht die Post. Da wird er mich wahrscheinlich nicht mehr treffen können. Ja. Ist gerade ein bisschen angenehmer. Sehr gut. Ja, es passiert mal wieder was. Oh mein Gott. Puh, das ist schon mal ganz gut. Ha. Ja, okay, er ist immer... Ist er ausgemaxt? Es kann sein, dass er an Geschwindigkeit ausgemaxt ist. Ich bin mir sogar relativ sicher. Ja, natürlich, er muss ja ausgemaxt sein. Er würde ja immer einen Punkt bekommen, kommt mir gerade so. Selbstverständlich, ja, ist auch ausgemaxt, klar. An dem Punkt. Nur der Rest ist ein bisschen... Ich meine, Fähigkeit ist auch bei 85%, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? Also, dass er das jetzt einmal dann bekommen hat, noch ist schon ein bisschen... Ja, ist aber egal. Wir sind ja auf einem ganz guten Weg trotzdem, denke ich mal. Warte mal, dein Elfenwindbuch brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt, um ehrlich zu sein. Das kommt mal weg. Jo, ich denke, du bleibst auch erstmal dabei. Ich würde an Thoron tatsächlich, glaube ich, so... Wobei, Thoron ist sehr nice für Crit-Builds, weil es halt schon gleich Kraft 20 hat. Ne? Ich glaube, da ist Tina schon ein bisschen mehr am Profitieren, wenn wir das so machen. Das lohnt sich einfach so ein bisschen mehr. Aber sie holt sich auf jeden Fall mal Elfenwind, das ist sehr sinnvoll bei ihr. Damit sollte sie ein bisschen einfacher durchkommen, vor allem es wiegt halt einfach wenig. Und das ist sehr angenehm, so ein bisschen ausweichstark wäre auch nicht schlecht. Okay. So, dann ist wirklich die Frage, wie wir jetzt weitermachen wollen. Zwecks Arena gibt es ja später noch genug Möglichkeiten, sich auszutoben. Es kommt aber nicht jeder an besonders viel Geld. Du machst jetzt erstmal eine Arena, weil du bei 95 Erfahrung bist, das erscheint mir irgendwie gerade... durchaus nicht abwegig, das dann zu machen. Mach einfach mal kurz. Sehr gut, so. Hätten wir das schon mal erledigt. Naja. Ich hoffe mal, der levelt auch mal ein bisschen besser wieder. Immerhin kann der Meisterbogen so ein bisschen was ausgleichen mit der Zeit, aber trotzdem... Die Stats sind jetzt nicht gerade erste Sahne, bis auf Stärke und Glück bei ihm. Und Verteidigung ist jetzt zumindest nicht schlecht, aber naja. Könnte durchaus alles ein bisschen besser sein. Hast du viel Geld? Nee. Ja, bei den meisten müssen wir echt mal gucken. Was machen wir dann später mit Patty, wenn wir die Dörfer besuchen? Das hat also Zeit, streng genommen. Wir gucken jetzt nur mal, wer so easy Level-Ups bekommen würde. Außerdem Diebesklinge würde ich reparieren lassen, glaube ich. Ja, du hast jetzt auch gar nicht mehr so viel Geld. Frau Nignas, eigentlich hattest du nicht total viel dir gekrallt. Verkaufen brauchen wir nichts, aber wir holen uns mal Reparaturen auf. Die Diebesklinge, würde ich sagen. Will ich das Donnerschwert auch reparieren? Nee, das ist noch nicht notwendig. Das hat noch 30 Anwendungen, das ist mehr als genug. Aber Ulster, dein Kriegerschwert sollte repariert werden. Das ist in der Tat richtig, so. Genau, wir können mal Reparaturen durchgehen noch. Das ist in Ordnung, das sieht alles gut aus. Du brauchst jetzt auch keinen Gegner erstmal rauszufordern. Ne? Wir gucken nur mal, was wir schnell mitnehmen könnten gegebenenfalls. Und wenn es da nichts gibt, ist das erstmal auch relativ egal. Das passt dann schon hier. Sie könnte auf jeden Fall noch easy was mitnehmen. Eher nicht. Fee ist durch. Euphi braucht auch nichts mehr. Julia kann sowieso über Stäbe sammeln. Sollte aber die Arena trotzdem machen, lass mal überlegen. Ja, ich denke, das ist realistisch, wenn wir mit ihr noch die Arena machen. Dann ohne Elite. Es ist nicht mal so wichtig eigentlich, ne? Ich denke, die wird relativ... Ja, sie ist eine Stabnutzerin. Das heißt, bei Stabnutzern können wir eigentlich generell die Arena auch mal vorziehen. Das ist überhaupt kein Problem, Leute. Dann machen wir noch Julia Arena. Warum nicht? Ist in Ordnung. Das Geld kann man immer gebrauchen auf einen Stabnutzer auch noch zudem. Deswegen mache ich das immer ganz gerne. Wenn man doch mal einen Stabnutzer dann sinnvoll spielen kann in der Arena, ist das doch ganz cool. Man holt zumindest eine Menge raus. Und solange die alle physisch unterwegs sind, hat Julia gut einerseits schon viel zu befürchten. Andererseits, solange sie nicht gewonnen-hittet wird, eben wiederum nicht, ne, mit Nosferatu. Das ist ja das Schöne. Ja, ich denke, das passt schon auch ohne Elitebinde. Einfach, weil sie halt Stäbe nutzen kann. Also das werden wir noch ausgleichen. Die wird auf jeden Fall Level 30 erreichen. Das ist überhaupt kein Problem.
Gibt einfach so Einheiten, die schaffen das locker. Lana wird es auch locker schaffen. Mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Fee auch. Arthur wahrscheinlich auch. Also, eigentlich alle, die Stäbe nutzen können, kommen da leicht rein. Das ist das angenehm an Fire Emblem 4, wirklich. Stabnutzer trainieren ist so einfach. Das ist so angenehm. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach immer noch unglaublich, dass die das beim GBA eigentlich doch so verändert haben. Finde fast, die Stab-Erfahrung war hiermit am besten gebalanced, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Gibt jetzt wahrscheinlich verschiedene Ansichten dazu, aber ich weiß nicht. Ich finde, die Stab-Balance ist hier wirklich gut in dem Spiel, also was die reine Erfahrung betrifft. So, ja, den kriegen wir schon, oder? Sehr gut, wunderbar. Ja, die Animation ist halt immer sehr lange, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Aber naja. Bald sind wir durch und ich bin sehr froh, wenn wir das dann sind. Luis! Der ist leider schneller. Das ist ein bisschen schlecht. Aber er kommt auch nicht sofort durch, oder? Aber ich habe nur 50-50s. Verflixt. Das ist ärgerlich. Okay, never mind. Das ist dann doch frustrierend und doof. Oh, sie ist ausgewichen. Okay, vielleicht hat sie noch eine Chance. Sehen wir mal. Sehr gut, okay. Ja, voll gehealt. Das ist so lustig. Oh, nochmal ausgewichen. Hervorragend. Es sieht einfach so aus, als würde er sie packen. So wie er da steht. Das ist sehr seltsam. Ist einfach im Kragen gepackt und trotzdem noch Nosferatu entgegengeschleudert. Wie sie es gehört, jawohl. Was sind das hier? Was sind das für Sitten? Na gut, das ist eine Arena. Da wird einem auch wahrscheinlich Sand ins Gesicht geworfen und was weiß ich alles. Also, gut, so gesehen werden die sich wahrscheinlich wirklich alles erlauben. Dein Elfenfeuer macht mir so null Angst, das ist ja das Großartige, also was Resistenz betrifft, ne, ihr seht's ja. Das ist halt so krass bei ihr einfach. Wow, das ist halt fast gar nichts, ne? Das ist ein Kriegsmagier mit einem Elfenfeuer. Das ist schon nicht so schlecht eigentlich, was der theoretisch magisch raushauen kann. Sehr gut. Erledigt. Schön. Macht schon Spaß, die Nosferatu-Arena irgendwie. Sie braucht nur ziemlich lange, gefühlt. Aber es ist ein spaßiger Anblick. Genießt die Lightshow. Oder so. Roter Alarm. Incoming. So wie es aussieht. Aber ja, ich meine, dadurch, dass man sich immer so schön hielt, hat man echt nicht so viel zu befürchten. Und denke auch, es ist auf jeden Fall die bessere Wahl im Vergleich zum Aura-Buch. Das ist schon ein großer Unterschied, würde ich sagen sogar. Einfach, weil dich Aura auch so extrem runterzieht, das kommt da auch noch dazu. Es wiegt da 20, meine ich. Also, so viel Schaden, wie es machen mag. Oh, wow, wir haben einen Verteidigungspunkt bekommen. Cool. So viel Schaden, wie es auch machen mag, es ist einfach, finde ich, schon ein Unterschied. Okay, das könnte jetzt problematisch sein. Ja, ich glaube, das wird nichts. Das ist extrem unwahrscheinlich. Sie müsste wahrscheinlich mit Adept durch und dann zweimal treffen oder so, schätze ich mal. Oder ziemlich gut ausweichen. Naja. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Wir können es aber später gerne nochmal probieren. Das ist jetzt kein Problem. Immerhin hat dann Lana was zu healen und das ist auch in Ordnung. Wenn wir aber dabei sind, können wir natürlich ihr Nosferatu nochmal kurz hochschmieden. Ach ja, und der zerbrochene Stab. Ich muss überlegen, was wir jetzt damit machen. Ich würde ihn ganz gerne erstmal abgeben. Das ist gerade der einzige dann zerbrochene Stab. Okay, ich muss mir das nicht immer merken. Sehr wichtig. Ja, das mit dem Purgativ ist so eine Sache. Wobei, vielleicht können wir ihn doch noch ganz gut ausnutzen. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon verkaufen sollte. Ich sehe 10 Anwendungen, bevor Fee den Class Change macht, sind wahrscheinlich noch realistisch. Fee ist jetzt Level 16. Und später würde sie wohl den Purgativ bekommen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Du hast ja noch einiges, was du auf jeden Fall noch gar loswerden könntest später. Teleport war auch B, ne? Das ist interessant. Ja, das ist schon sehr, sehr cool, was man damit alles machen kann, theoretisch. Ich muss überlegen, wie wir das dann umverteilen. Also Erholung wird wahrscheinlich ziemlich sicher bei Fee landen. Aber den Purgativ sollten wir vielleicht doch nochmal reparieren vorher. Ich denke, es lohnt sich mehr, ihn zu reparieren, ehrlich gesagt. Fürs Erste. Wir reparieren ihn noch einmal. Er kostet eh nur 5000. Und ist dementsprechend sehr lohnenswert. Das sollte Julia ganz gut pushen können. Eventuell kann sie alleine durch Healing jetzt Level 20 erreichen, dann nochmal die Arena probieren, das letzte Match rulen und weiter geht's oder so. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Gut, Arthur hat ja aktuell nur 5 Movement, ne? Genau.
Aber ihr könnt reden, dann machen wir das gerne, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Nein, du musst ja nichts mehr besuchen, oder? Nö, ich bin eigentlich zufrieden soweit. Wahrscheinlich wird dann doch eher Arthur und Feen-Pairing, schätze ich mal, weil sie die Rabattbinde jetzt aktuell hat. Oder? Wobei, ist das jetzt wichtig? Wobei, nee, eigentlich, wenn, dann sollte er die Rabattbinde eher ankaufen, weil vor Seti wird man relativ häufig schmieden, deswegen ist die Rabattbinde dort wahrscheinlich ganz wünschenswert. Aber sie wird wahrscheinlich ganz gut Geld an sich so bekommen, weil die Kriegerlanze ist jetzt nicht so teuer zum Hochschmieden. Und die wird wahrscheinlich eh mit nicht sehr viel anderem kämpfen als das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. In dem Fall, dann kann Arthur seine 5 Felder agieren. Und dann bin ich, denke ich, auch ganz zufrieden. Ich denke, wir kommen schon mit Forseti und Wind ganz gut klar. Da gibt es gerade noch irgendwas im Arsenal, was noch interessant wäre für uns. Wir gucken mal nach. Kam irgendwas dazu? Ach, ein Donnerbuch. Ja, naja. Ist ein bisschen... Nee, Quatsch, das ist ja nicht mal von einem Kraftunterschied da. Oh cool, wir haben auch eine Erholung, die man noch kaufen kann sogar. Interessant. Könnte man auch abwägen, ob man das dann so macht. Wurfball für Jutscher. Er hat noch keins, oder? Oder habe ich ihm eins gegeben? Ich muss mal gucken. Silberaxt lohnt sich halt meistens gar nicht, weil dann bleibst du eh bei der Kriegeraxt. Wie sieht's bei dir aus? Er hat tatsächlich keinen Wurfball, dann kaufen wir ihm das auf jeden Fall. Gut, brechen wir auf, Leute. Und haben unser Gespräch hier. Sei vorsichtig, Fee. Ich weiß, dass du fliegen kannst, aber das heißt nicht, dass du alleine losziehen solltest. Oh, spielen mir meine Ohren einen Streich? Bist du etwa besorgt um mich, Arthur? Ich denke schon. Ha! Wer hätte das gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich um jemanden außer dich selbst sorgen kannst. Ich glaube, das muss ich nochmal überdenken. Nun, du bist schon ein besonderer Fall. Was? Ach, schon gut. Sei jedenfalls vorsichtig. Einverstanden? Man sieht sich. Arthur. Ein besonderer Fall, ha? Huh? Das ist ganz cool. Ja, 3 KP. Hätte ruhig auch ein anderer Stat sein können. Ich meine, das sieht von den KP schon ganz gut aus soweit. Aber egal. Tine macht einmal kurz Arena und kann dann auch mal aufbrechen. Genau. Das reicht, wenn wir einmal kurz reingehen. Danach schmiede ich dir deinen Elfenwind wieder hoch, ne? Dann kümmern wir uns mal kurz darum. Und die Sache passt fürs Erste. Ich denke, du wirst hauptsächlich damit kämpfen. Ist einfach realistischer. Stärke, Geschwindigkeit und Glück aber immerhin auch. Und beides kann sie durchaus gebrauchen. Also passt schon. Ist nicht so schlimm. Es ist nur immer amüsant, wenn solche Einheiten Stärke bekommen. So, schön günstig ist es auch noch. Und so ein Elfenwind, das ist auf jeden Fall besser für dich. Wie sieht es eigentlich aus mit Gesprächen? Lass noch mal kurz gucken. Stopp, Moment. Wie sieht es da so aus? Du musst mit Zelef reden. Okay. Warte mal, von dir aus. Zelef muss nicht das Gespräch starten. Okay, alles klar. Wir können mich schon im Purgativ da noch ausreizen, glaube ich. Direkt, weil er jetzt viel 3 KP bekommen hat. Bewegung 5, okay. Das heißt, wir bewegen uns erstmal 6 Felder. Machen genau das gleiche quasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Genau, und ihr seht, ihr habt tatsächlich die Absteigen-Option. Also Zelef kann auch absteigen. Es ist nur total seltsam. Ich meine... Es wäre an sich eine interessante Mechanik. Das Problem ist, dass Zelef sowieso Negation hat und er ist immun gegen Effektivitätsboni und so an sich schon. Also warum sollte man ihn absetzen? Ich meine, es gibt vielleicht Terrain, wo es noch sinnvoll sein kann. Ja, es gibt ja durchaus Terrain, wo berittene Einheiten stärker eingeschränkt sind, aber das ist es halt auch schon. Das, der größere Deal wäre wohl, Effektivität wegzubekommen, aber naja, er hat halt Negation, ne? Also wozu? Ach, egal. Redet erstmal miteinander. Lord Zelef. Oh, Julia, was ist los? Ich habe Angst, ich spüre eine böse Präsenz, irgendwas Finsteres naht. Was hat das zu bedeuten? Zelef, seid auf der Hut. Ishtar ist eine Feindin, die ihr nicht bekämpfen dürft. Tut das nicht. Julia, was ist los mit euch? Was ist gerade passiert? Julia, ihr... Seltsam. Kann prophezeien, oder was? Einen Glückspunkt haben wir dafür bekommen. Sollten also Ishtar nicht bekämpfen, ne? Okay. Interessant. So, ansonsten gibt es hier eigentlich gerade nicht so viel Arena zu tun. Okay, Shannon könnte sie vielleicht machen. Ich weiß nicht, was Shannon
dürfte relativ... Ja, wird er so safe Level 30 erreichen? Ich muss überlegen. Die Sache mit Shannon ist, ich werde ihm wahrscheinlich so schnell erstmal kein Gold geben. Ich denke schon, dass er die Arena noch machen kann. Während bei den anderen achte ich eher darauf, dass die Elitebünde noch mitnehmen und entsprechend viel rausholen können. Du bist soweit eigentlich ready, ne? Also, der Typ ist ja mega drauf gerade. Das ist ja der absolute Hammer. Weil immer auch die Frage ist, wie viele Leute wir letztendlich nach oben porten. Das ist das andere nämlich. Wenn wir nicht sogar Zelef nach oben porten, ich überlege gerade so. Das wäre vielleicht sogar das Sinnvollste, ganz im Ernst, um einfach möglichst schnell oben durchzuziehen. Hier ist eh nur Mehmet. Das heißt, man kann immens Zeit sparen, wenn Zelef nach oben geportet wird. Jetzt haben wir auch schon unsere Tänzerin da. Das heißt, aktiv würden wir gerade gar keine Zeit einbüßen, so oder so. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz feine Sache, wenn wir das probieren. Außerdem hat Zelef relativ gute Resistenz. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Dann werdet ihr euch eher hier aufhalten. Und du hast jetzt 10 Punkte, ja, das ist in Ordnung. Aber das Feuer, egal. So ein Windschwert wäre echt da besser, ne? Gegen die ganzen Donnertypen, aber egal. Jo, also wer darf noch alles nach draußen gehen? Wer darf nach draußen? Die entscheidende Frage. Also sorry, das ist wieder sehr viel Management, ihr merkt das schon, aber es ist der typische Kapitelbeginn in FE4, wie man ihn halt kennt. Genau, das Wurfball ist ganz gut. Die Silberachse ist halt meistens einfach Quatsch. Zudem, ich meine, ist die Kriegerachse nicht sogar, ist sie nicht sogar präziser oder ist es derselbe Wert gewesen? Ich muss mal kurz nachgucken. Ist derselbe Wert, ja. Und an sich, ne? Ist halt eh schon auf Kraft 16 mal 2, also was willst du ändern, ne? Das ist Quatsch. Wird man einfach nicht tun. Ja, ich meine, die werden das schon alle rulen. Ich mach mir da keinen großen Kopf. Aber wen bringt man mit Tine zusammen? Ist eigentlich eine gute Frage, ne? Ich muss mir langsam mal so echt meine Gedanken hier machen. Haben wir für Ulster jetzt schon irgendwas uns überlegt? Ich weiß gerade gar nicht. Oder was nicht? Stimmt, Tine und Euphi, habe ich mal gemeint, ne? Ja, du hast noch die Rückzugsoption, genau, für später. Das ist aber ganz gut, weil mit Rückzug, Leute, die Rückzug haben, können zumindest sehr schnell in die Arena dann wieder. Halt, Moment mal. Ich trete nochmal ganz kurz. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Ach, verdammt, das war jetzt... Oh, ich trottel. Ich war etwas voreilig. Das war jetzt mein Fehler. Ich wollte nämlich noch seine Sachen hochschmieden, aber ist egal, der kann in der nächsten Runde problemlos nachziehen. Glücklicherweise Briten. Die werden sich hier am Anfang ein bisschen aufhalten. So, stellen wir nochmal die Schwester daneben. Und Shannon, ich weiß nicht, was wir mit dir machen. Weil so High Level ist Shannon eigentlich vergleichsweise nicht. Der wird nicht so wenig Erfahrungspunkte kriegen. Du hast deinen Schildring, Ares. Ares und Layli werden wahrscheinlich dann dabei bleiben, schätze ich mal, auch wenn die gerade weit weg sind voneinander. Aber egal. Genau, gucken wir einfach, dass wir möglichst viele Möglichkeiten haben, hier irgendwelche Hit-and-Run-Tactics anzuwenden. Ich denke, das ist ganz clever fürs Erste. Genau, so kommen wir jetzt alle mal auf einen Nenner hier. Dann tut sich mal ein bisschen was. Genau, die Armuid und Patty habe ich ja gemeint, aber die ist jetzt gerade nicht in der Nähe. Die hat ja sowieso schon Elite, das heißt, die kann die Arena dann auch gleich nochmal ausprobieren, wenn wir wollen. Ist echt sinnlos, dort entlang zu laufen. Das hier ist eine Klippe, oder? Ist das ein Klippenfeld? Egal. Dann gehen wir jetzt erstmal dahin, so. Okay. So dünnt sich alles aus. Jutta geht nach oben. Und ich würde sagen, ja, der Zug ist erstmal abgeschlossen. Sehen wir mal. Wir sind auf dem Schloss Alster. Wir müssen uns nicht vor diesen Rebellen fürchten. Wenn jemand meine Befehle in Frage stellt, möge er vortreten und ich werde ihn um seinen Kopf erleichtern. Verstanden? Guter Angriff. Na, das sind ja mal wieder Ansagen hier. Dieser eine Stärkungstyp wäre ein interessantes Ziel für Patty, kommt mir gerade. Wie viel Leadership hat ein neuer Anführer? Ich muss mir das mal angucken. Ist wieder wichtig für ihre KI. Gut, alle sind bereit. Männer, durchbrecht Leons das Verteidigung. Wir lassen uns nicht von Mehmet bloßstellen. Ah ja, wie vermutet. Muss ein bisschen aufpassen natürlich. Tonota ist aber immer finde, einfach alles instant killed. Wie gut ist euer Leadership, hä? Huh? Er geht auf jeden Fall auch wieder in Formation. Das ist systematisch mehr geworden mit dem Information agieren in diesem Spiel. Es wird Zeit, Fotla, Aerio, wollen wir. Wir dürfen nicht scheitern. Immerhin passiert ein bisschen was, das freut mich wiederum. Auch wenn Live wirklich sehr vorsichtig sein muss. Ja, das muss er auf jeden Fall.
Genau, mal eure Leadership angucken. Wie viel hast du? 2, okay. Gut, das heißt, deine KI ist relativ dämlich. Der Rest drumherum auch. Da können wir also wieder ganz gut mit euch spielen, das ist schön. Und du hier, Ovo? Du hast auch nur 2, okay. Ja, das heißt, ihr seid alle relativ grottig eigentlich an sich. Live muss sehr vorsichtig sein, wenn er alles unlockt. Das ist relativ gefährlich. Und Nana hält auch nicht so viel aus, ne? Na, ja, das wird interessant. Könnt später sicherlich mit Tanz und so ganz gut arbeiten, aber ich würde fast sagen, wir porten Zelef dann nach oben. Zelef dürfte ein unglaublich gutes Backup sein. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt sein Leadership. Wir haben eh Charme in der Nähe. Gut, Laylee gibt auch Charme, aber mit Zelef fühle ich mich da oben, glaube ich, ein gutes Stück sicherer. Das wird auf jeden Fall ganz gut sein. Und hier haben wir wirklich alle Zeit der Welt, theoretisch, wenn wir das so wollen. Also gibt es eine Stahllanze dabei und du hast ja auch nichts, was irgendwie das Tanzmagie wäre oder so. Es ist wirklich nichts, was irgendwie gruselig wäre, ne? Elfendonner ist eigentlich alles. Kein Gewittertyp oder so, nichts. Mehmet selbst ist halt ein bisschen gefährlich, aber das war's auch schon. Okay, dann würde ich sagen, den können wir auf jeden Fall mal anlocken auf Distanz. Das spricht wenig dagegen. Genau. Das wäre so der erste. Mit seinem Bogen. Meisterbogen entgegenstellen, würde ich sagen. Und gut ist. Genau, Julia kann danach auch mal kurz geheilt werden, ist kein Problem. Hauptsache, wir stellen uns nicht so rein, dass es hier zu fatal wird für dich. Ja, Hauptsache, es geht dir gut. Genau, das sind gute Erfahrungspunkte. Macht sich immer bezahlt. Ja, hat sich doch nochmal gelohnt, den Purgativ zu schmieden, denke ich. Ich denke, mit einem Lightshot oder so könntest du auch locker mal runterlocken. Lass doch mal umrechnen. 26 sind bei dir gerade mal 11 Damage. Da hast du noch 32. Da kommt er nicht durch, ne? Und solange niemand von euch da noch mit ankommt, passt das doch. Dann stelle ich mich hier mal mit der Kriegerlanze einfach mal rein. Andererseits, ich denke, dass Arthur ja locker, theoretisch, wenn er jetzt an all den Leuten farmen würde, könnte er wahrscheinlich relativ safe schon weiterkommen. Wenn ich ihn hier in den Wald reinstelle, zusammen mit Charme. Ich meine, Forseti könnte auch locker Mehmet erledigen. Das wäre wahrscheinlich auch kein Problem. Das wäre eine ziemlich interessante Möglichkeit. Dann könnten wir die Elitebinde direkt vollständig ausnutzen, wie ich es ganz gern hätte. Mehr als seinen Class-Change soll er ja gar nicht machen. Das wäre echt voll cool. Huh, okay. Das ist gut. Das ist soweit alles sehr gut. Genau, ich glaube, du darfst maximal von 4 Leuten angegriffen werden. Genau, 24, also 8, genau. Das ist richtig. Genau, also 8 mal 5 ist zu viel. Nur 4 Einheiten maximal. Eins, zwei, drei, vier. Nee. Also ab da ist es quasi schon zu viel. Müsste das fast mal umrechnen, wie weit der hier kommt. Ist ja alles Straße, ne? Ja gut, alles 0,7. Jetzt kannst du die Felder umrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, er braucht hier 7 Movement, bis er da ist. Da sind es dann 7,7. Das heißt, er müsste eigentlich bis da kommen. Na dann Langspeer, also kommt er bis da. Stelle ich mich also dahin, müsste das eigentlich ganz gut machbar sein, wenn ich da richtig liege. Mit der Lichtklinge. Aber sehen wir mal. Okay, ja, ich würde sagen, wir beenden den Part erstmal. Ein bisschen durchblicken erstmal. Aber ich denke, ich mache den Großteil mit Arthur, sodass Arthur sofort Magieritter werden kann. Und dann können wir Arthur auch porten. Und das dürfte eigentlich alles ganz gut zu beschleunigen sein. Beziehungsweise porten auf jeden Fall Zelef hoch. Da wir beim letzten Mal so lange gebraucht haben, vergleichsweise, werde ich diesmal darauf achten, dass wir mit Zelef möglichst schnell durchrushen und dieses Schloss einnehmen können, sodass wir sofort weitergehen können. Ja, weil der Rest ist relativ gut machbar, denke ich auch. Einigermaßen schnell, bis auf das da unten. Das wird ein bisschen dauern, aber davon abgesehen, hat man das hier, hat man noch relativ schnell das hier. Und dann können wir voll und ganz nach unten pushen. Was die ganze Sache sicher immens beschleunigt. Ja, jetzt wo Zelef seinen neuen Movement hat sowieso. Nutzen wir voll und ganz aus, würde ich sagen. Das wird das Beste sein. Insofern, bis zum nächsten Part, Leute. Bis bald.